Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es schon wieder die Look Fantastic Box. Der Monat rennt. Also es geht so von Monat zu Monat im Moment so schnell. Also mir kommt so vor, als hätte ich gerade erst die letzte Box abgedreht. Aber es ist schon wieder die nächste hier und ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Passt gerade auch schön zu meinem Cardigan. Ja, ich mache sie mit euch mal auf. Hier ist als erstes das Heft drin. Da steht ein bisschen was über die Produkte drin. Und dann ist hier wie jeden Monat einmal diese Zeitschrift hier drin, die Elle. So sieht die aus, sind immer recht viele Seiten. Ja, ist mal ganz nett so zum Durchblättern. Dann gehe ich jetzt mal, mache ich das hier mal auf und greife mal rein. Als erstes ist hier von, keine Ahnung wie die Marke heißt, Lancer, schätze ich mal. Das wusste ich erst nicht, was es ist, aber ich habe nachgeguckt. Hupsala. Das ist einfach so ein, ja, eine Gesichtscreme, würde ich sagen. Also ist auf jeden Fall fürs Gesicht. Muss man dann mal gucken, wie das so ist. Ich zeige es euch nochmal näher. So sieht das aus. Ja, kann man mal gebrauchen. Ist halt so eine schöne Reisegröße auch. Von daher finde ich das ganz gut. Dann als nächstes habe ich hier von Monu Skin ein Firming Fiji Facial Oil. Und ich hatte schon mal ein Öl von dieser Firma. Das sah allerdings anders aus. Das war in meiner Glossy Box und das war so ein bisschen durchsichtiger. Und zwar so, ja, es sah halt einfach anders aus. Und das fand ich ganz gut. Und das scheint jetzt nochmal eine andere... Oder sie haben vielleicht einfach nur das Design geändert. Das kann natürlich auch sein, obwohl ich das vorher schöner fand, muss ich sagen. Ist für trockene und sensible Haut. Ist mit Rose und Patchouli-Duft, schätze ich mal. Oder vielleicht mit Rosen- und Patchouli-Ölen. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall ganz nett. Ich habe zwar viele Öle noch da, aber egal. Wenn ich es nicht aufmache, wird es ja nicht schlecht. Und dann greife ich das nächste. Das ist von Sky Mono Beauty Mask. Eine Handmaske. So sieht das gute Ding aus. Wie gesagt, einfach so eine Handmaske. Das sind so im Grunde so Handschuhe, die man hier so festmachen kann. Und die sind halt getränkt mit irgendwelchen Ölen und tollen Dingen. Wie halt eine Gesichtsmaske, bloß für die Hände, dass du da so reinschlüpfst. Finde ich ganz cool. Ich hatte mir erst eine aus Sephora mitgebracht, habe ich aber noch nicht benutzt. Obwohl eine schon. Ich habe mir mehrere von Sephora geholt. Ja, bin ich gespannt drauf. Dann, was man auch kennt, ist von Bean Body Coffee Bean Scrub mit Kokosnuss. Das kennt man ja, dieses Zeug kennt man von Instagram, von YouTube, von allem. Das ist einfach so ein Scrub, so ein Body Scrub, allerdings halt aus Kaffee gemacht. Und das ist, glaube ich, immer schweineteuer und ich verstehe es einfach nicht. Das kann man sich super leicht selbst machen. Einfach diese Kaffeereste, keine Ahnung, ich bin kein Kaffeetrinker, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aus dem Filter diese Kaffeereste, wenn man schon Kaffee gemacht hat, nehmen, dann könnt ihr da einfach ein bisschen Kokosöl beitun und dann ist das dasselbe und pflegt genauso gut. Also das jetzt so zu verkaufen ist eigentlich, ja, keine Ahnung. Kann man sich, wie gesagt, selbst machen, habe ich auch schon öfter gemacht. Man kann das auch so ein bisschen als Maske nehmen, weil das ist sehr gut, dieses Koffein für die Haut auch. Und dann habe ich mir das einfach auf Arme gemacht und dann mit Alufolie zum Beispiel drum oder eine Klarsichtfolie oder irgendwas drum. Und das tut der Haut richtig gut. Dann fühlt die sich nachher richtig, richtig schön an. Deswegen kann man ganz leicht selber machen. Aber finde ich mal okay, ich teste mal aus, ob es vielleicht ein bisschen mehr was bringt, aber ich denke nicht. Ich denke, es wird genau dasselbe sein. Und dann sind noch zwei Produkte drin. Und zwar sind das zwei dekorative Produkte. Einmal von CRT. Wonder Wand Mascara. Schon mit so ein bisschen weihnachtlichem Design, mit so Sternchen oben dran. Ja, Mascara kann man immer gebrauchen. Ich habe zwar super viele noch auf Vorrat, aber die wird dazugelegt. Ist ja auch nur eine recht kleine. Von daher ist das okay. Ich mache sie einfach nicht auf, damit sie nicht eintrocknet. Und zu guter Letzt, worüber ich mich am meisten freue, ist von Model Co. Ein Instant Radiance Concealer. Und er sieht aus, als wäre er hell genug. Vielleicht ein ganz bisschen... Ja, muss man mal gucken. Ich kann es nicht genau sagen, aber es sieht relativ hell aus. Vielleicht kriege ich das jetzt mal hier spontan auf. Ich versuche, die Folie mal hier zu öffnen. Ah, funktioniert so, naja. So, jetzt. Dann kann ich den... Das hat so einen Applikator, so ein Pinselchen, sag ich mal. Ich drehe da jetzt, das dreht man halt so, dass das Produkt hochgedreht wird. Ja,
am Anfang muss man noch mal ein bisschen mehr drehen. So, da kommt jetzt raus. So sieht das Ganze aus. Also scheint ganz gut zu sein. Oh, das, der fühlt sich irgendwie schön an. Also vielleicht ein ganz kleinen. Ja, aber es geht. Es könnte noch ein bisschen heller sein, aber ich glaube, es kann man mit arbeiten. Ist sehr, sehr cremig. Und ich glaube, es wird auch eine gute Deckkraft sein. Also mittlere bis starke Deckkraft. Ich hätte eher gedacht, das wäre was Leichteres, aber sieht mir doch ein bisschen stärker aus. Ja, finde ich ganz cool. Dann werde ich auf jeden Fall mal testen. Schön für unter die Augen oder so. Oder vielleicht auch nur hier, wenn er ein bisschen dunkel ist. Muss ich mal gucken, wie der sich so macht. Kann man jetzt auf der Hand auch nicht so sehen. Man muss es halt wirklich im Gesicht sehen. Aber an sich finde ich es eine coole Sache. Concealer kann man immer gebrauchen. Und ja, das war schon wieder die nächste Box. Ich fand sie wieder richtig, richtig gut. Es waren viele schöne Produkte dabei. Und ich bin jetzt schon gespannt auf die November-Box. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann.